Die größten Objekte im Weltall sind riesige Ungeheuer. Jedes ist in seinem galaktischen Bereich ein Schwergewicht. Das Universum ist ein unvorstellbar großer Ort. Es ist so groß, dass es schwierig ist, die Größenordnungen zu verstehen. Auch im Universum spielt die Größe eine Rolle, aber auf andere Weise. Im Weltraum bedeutet größer nicht unbedingt besser. Und oftmals leben die Sieger auf großem Fuß und sterben jung. Sie sind die Achttausender des Kosmos. Die Astronomen richten ihre Teleskope wie Paparazzi auf sie, um Bilder von jeder ihrer Bewegungen einzufangen. Sie sind die größten Objekte im Universum und ihre Ausmaße sind gigantisch. Der Vorteil, im Universum riesig zu sein, liegt darin, dass das Universum noch viel riesiger ist. Man kann sich also genügend ausdehnen und seine Größe von neugierigen, intelligenten Zivilisationen messen lassen. Wenn man anfängt, Astronomie zu studieren, merkt man gleich, wie verdammt groß alles ist. Fast alles, was man untersucht, ist jenseits jeder menschlichen Größenordnung, wie wir sie im normalen Leben antreffen. Das Universum ist voll von riesigen Objekten. Innerhalb unseres Sonnensystems ist die Erde der fünftgrößte Planet. Aber sie ist 100 Millionen Milliarden Mal kleiner als das größte Objekt im All. Was trägt also den begehrten Titel, das größte Objekt im Universum zu sein? Die meisten Astronomen sind sich einig, dass es das kosmische Netz ist, ein endloses Gerüst von Ansammlungen von Galaxien. Umgeben von dunkler Materie, einer unsichtbaren Art von Materie, die 90% der Masse des Universums ausmacht. Ist das größte Objekt im Universum überhaupt ein Objekt? Es ist ein Netz dunkler Materie, das den Raum füllt. Diese Materie, die wir nicht einmal sehen können, ist dunkle Materie. Sie strahlt kein Licht aus, aber das ganze Universum ist voll davon. Dunkle Materie ist etwas Geheimnisvolles und besteht nicht aus dem Stoff, aus dem ich gemacht bin. Man kann sie nicht riechen oder berühren. Sie verfügt bloß über gravitative Anziehungskraft. Das kosmische Netz dunkler Materie wird sichtbar, wenn man die Objekte betrachtet, die es füllen. Dieses kosmische Netz ist fast wie ein dreidimensionales Spinnennetz. Im Zentrum aller Wirbel liegen Superansammlungen von Tausenden von Galaxien, die durch die Filamente im ganzen Universum miteinander verbunden sind. An den Schnittpunkten, an denen die stärkste Gravitation herrscht, sammelt sich das ganze Gas. Und dort bilden sich die Galaxien. Aber wie groß ist das kosmische Netz? Wenn die Milchstraße die Größe eines Mohnsamens hätte, dann hätte das wahrnehmbare Universum die Größe des Rose Bowl Stadions. Dieser ganze Raum ist mit einem kosmischen Netz gefüllt. Superansammlungen, die quer durch das Universum miteinander verbunden sind. Die Ursprünge des kosmischen Netzes sind ungewiss. Aber die Wissenschaftler glauben, dass sein ursprünglicher Keim schon beim Urknall, dem Beginn des Universums, gesät wurde. Beim Urknall explodierte das ganze Universum und dehnte sich sehr schnell aus. Das kosmische Netz enthält die ursprüngliche Materie, die während des Urknalls geschaffen wurde und die zu den riesigen Formen expandierte, die wir heute sehen. Die Wissenschaftler versuchen, das kosmische Netz, welches das ganze Universum umfasst, zu vermessen. Man kann untersuchen, wie heißes, röntgenstrahlenaussendendes Gas von der Schwerkraft der dunklen Materie beeinflusst wird.
Man kann auch den sogenannten Gravitationslinseneffekt beobachten, bei dem das Licht durch die Schwerkraft des kosmischen Netzes gekrümmt wird. Die Art, wie es das hinter ihm liegende Licht verzerrt, lässt auf die Umrisse dieses kosmischen Netzes schließen. Das kosmische Netz umfasst im Grunde alles im Universum. Aber einige Wissenschaftler bezweifeln, dass es wirklich das größte Objekt ist, weil das Netz nicht im ganzen Weltraum durchgehend verbunden ist. Das kosmische Netz ist nicht das größte gravitativ gebundene Objekt im Universum, da sich die Materie im Universum so gewaltig ausgedehnt hat, dass die Schwerkraft nicht reicht, um sie zusammenzuhalten. Superansammlungen von Galaxien sind aber gravitativ gebunden. Sie haben genügend Masse und Schwerkraft, die sie zusammenhält. Es gibt keine verbindlichen Schätzungen, doch das kosmische Netz könnte aus Hunderttausenden von Superansammlungen bestehen. Das sind Mega-Ansammlungen von Galaxien, die durch die Schwerkraft über eine Entfernung von hunderten Millionen von Lichtjahren zusammengehalten werden. Das Universum ist hierarchisch organisiert. Sterne bilden Galaxien, Galaxien bilden Ansammlungen, diese bilden Superansammlungen. Man könnte sagen, dass eine Ansammlung der nordamerikanische Kontinent wäre. Eine Superansammlung wäre dann der Zusammenschluss von Städten auf dem nordamerikanischen Kontinent, dem europäischen, dem asiatischen und so weiter. Der gegenwärtige Rekordhalter als größte Galaxienansammlung heißt Shapley-Superhaufen. Diese dichte Region von Galaxien ist 400 Millionen Lichtjahre lang. Das schnellste Raumschiff würde also Billionen Jahre brauchen, um ihn zu durchqueren. Der Shapley-Superhaufen umfasst mehrere Sternbilder und ist 650 Millionen Lichtjahre von unserer Milchstraße entfernt. Ich habe hier ein kleines Spielzeugboot, eine Kopie der Queen Mary, die hinter mir zu sehen ist. Dieses Spielzeug ist 4000 Mal kleiner. Wenn man sich vorstellt, dass unsere Milchstraße die Größe dieses Spielzeugs hat, dann hätte eine der massereichsten Superansammlungen, der Shapley-Superhaufen, die gleiche Größe wie die Queen Mary. Der Shapley-Superhaufen wäre etwa 4000 Mal größer als unsere Milchstraße. Er ist eines der massereichsten Objekte im Universum. Die Astronomen wissen seit den 1950er Jahren von den Superansammlungen. Aber kürzlich haben sie ihren Ursprung bestimmt. Durch Messungen der kosmischen Hintergrundstrahlung, die vom Urknall übrig geblieben ist. Dabei wurde gefolgert, dass alle Superansammlungen ihren Ursprung in der Entstehung des Universums vor über 13 Milliarden Jahren haben. Wenn sich das Universum ausdehnt, ist die Schwerkraft eine anziehende Kraft. Jede Region, die eine etwas größere Dichte hat, zieht immer mehr Materie an. Der Shapley-Haufen sammelt viele andere kleine Galaxien um sich, die in ihn hineinfallen. Darum ist er so groß. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Shapley-Superhaufen sogar noch größer sein könnte, als er scheint. Wir sehen nur einen Bruchteil dessen, was im Shapley-Superhaufen wirklich vorhanden ist. Mit dem WISE-Teleskop werden wir etwa 10-mal weitersehen. Vielleicht entdecken wir dann den Rest und erfahren, ob er noch mehr Masse hat. Die Superansammlungen von Galaxien trennen sich nicht, weil sie durch die Schwerkraft aneinander gebunden sind. Die Schwerkraft hält sie zusammen. Und obwohl sich das Universum ausdehnt, werden diese Superansammlungen zusammenbleiben und einander immer umkreisen. Auch wir Menschen leben in einem Superansammlungskomplex. Aber er ist weniger als halb so groß und weist etwa 10-mal weniger Masse auf als der Shapley-Superhaufen. Unsere Milchstraße ist Teil einer kleinen Ansammlung, der lokalen Gruppe, die wiederum Teil einer größeren Ansammlung des Virgo-Superhaufens ist. Das ist wie bei einer Adresse, eine Straße in einer Stadt in einem Land. Auch die Milchstraße ist Teil von weiteren größeren Zusammenschlüssen. Diese Superansammlungen von Galaxien sind die dichtest besiedelten Gegenden des Weltraums.
aber sie umschließen ähnlich große Regionen, in denen fast nichts existiert. Diese Hohlräume werden Voids genannt. Voids sind das Gegenteil der Ansammlungen. Ansammlungen sind der Ort, an dem sich alle Galaxien aufhalten. Voids sind die Orte, an denen sich keine Galaxien aufhalten. Man kann diese netzartige Struktur von endlosen Ansammlungen und Voids sogar erkennen. Es ist wie Stadt und Land. Der größte bestätigte Void im Universum ist Bootes, der Bärenhüter, benannt nach dem Sternbild, in dem es sich befindet. Dieser fast leere Raum liegt 250 Millionen Lichtjahre entfernt. Das entspricht 2500 nebeneinander liegenden Milchstraßen. Man kann im Kosmos in jede Richtung schauen und wird immer etwas sehen. Galaxien, Gas, Staub, dunkle Materie. Wo man auch hinsieht, ist irgendetwas. Und doch gibt es da dieses riesige Loch mit nichts drin. Der Bärenhüter Void, der 1981 entdeckt wurde, ist fast völlig frei von Galaxien. Durch exakte Temperaturmessungen der kosmischen Hintergrundstrahlung könnte man vielleicht noch größere Voids finden. Feine sogenannte Cold Spots in dieser Strahlung könnten die Richtung angeben, in der sich weit entfernte Voids befinden. Die Geschichte ihrer Entstehung stellt im Grunde das Gegenteil dessen dar, wie Superansammlungen entstehen. Die Voids müssen in der ersten Mikrosekunde des Urknalls als Regionen von etwas geringerer Dichte entstanden sein. Aber mit der Zeit hat ihre Dichte immer mehr abgenommen. Die ganze Materie floss in die Filamente ab, wodurch die Voids immer leerer wurden. Heute gibt es fast nichts in einigen dieser Voids, außer ein paar Zwerggalaxien. Voids und Superansammlungen sind nur einige der großen Objekte, die in einer noch größeren Struktur enthalten sind, dem kosmischen Netz. Dieses Netz enthält auch andere enorme Objekte. Dazu gehören Riesenblasen, die vielleicht neue Hinweise auf die Entstehung der Galaxien enthalten. Das Universum ist voll von monströsen Dingen. Kürzlich haben Forscher riesige Gaswolken entdeckt. Diese geheimnisvollen Objekte werden Lyman-Alpha-Klumpen genannt. Mein persönlicher Favorit unter den größten Objekten im Universum sind die Lyman-Alpha-Klumpen, ein unberechenbares Phänomen. Dabei erwischt man eine Galaxis in den ersten Phasen ihrer Entstehung und ihres Untergangs. Ein Lyman-Alpha-Klumpen gleicht dieser sich ausdehnenden Seifenblase. Nur besteht im Fall der Seifenblase die Füllung aus Luft. Ein Lyman-Alpha-Klumpen dehnt sich aufgrund von Hitze aus. In diesem Gas steckt eine Menge Energie, um es aufzuheizen. Und wenn man einem Gas all diese Energie zuführt, pumpt es sich unweigerlich auf und dehnt sich aus. Ein Lyman-Alpha-Klumpen wird von der Hitze und möglicherweise auch von der ultravioletten Strahlung neu entstandener Sterne aufgeblasen. Der größte bekannte Lyman-Alpha-Klumpen ist eine ungeheure amöbenförmige Struktur, die einer riesigen grünen Qualle gleicht. Sie hat eine Ausdehnung von 200 Millionen Lichtjahren und befindet sich im Sternbild des Wassermanns. Wenn wir uns den Lyman-Alpha-Klumpen ansehen, sehen wir Gas, das sich unter diesen sehr frühen Sternen und Galaxien ausbreitet. Er hat eine amorphe Form von ungefähr 30 gesonderten Klumpen im Innern. Er ist sehr groß und hat viel Masse. Die ganze Struktur ist etwa 3000 Mal größer als unsere Milchstraße. Die Keck- und Subaru-Teleskope in Hawaii besitzen Spezialfilter, die diesen weit entfernten Klumpen sehen können, der sich entlang seiner gekrümmten Fühler ausbreitet. Die Wissenschaftler schätzen, dass der größte Lyman-Alpha-Klumpen vor etwa 12 Milliarden Jahren, fast 2 Milliarden Jahre nach dem Urknall, entstand. Die Technik, die wir benutzen, um dieses Gas zu sehen, nutzt eine sehr spezifische Lichtfarbe, eine Lichtemission, die Lyman-Alpha genannt wird.
Deshalb der Ausdruck Lyman-Alpha-Klumpen. Wenn man den Himmel durch einen Filter aufnimmt, der nur dieses Lyman-Alpha-Licht, diese besondere Wellenlänge des Lichts durchlässt, sieht man einen kleinen Klumpen am Himmel. Die Lyman-Alpha-Klumpen sind vielleicht die Vorläufer der Galaxienansammlungen, die wir heute sehen. Innerhalb dieser riesigen Blasen existieren möglicherweise Kokons, die eines Tages neue Galaxien hervorbringen werden. Die Lyman-Alpha-Klumpen stellen eine ziemlich besondere und kurzlebige Phase in der Evolution einer Galaxie dar. Die meisten von ihnen werden wohl in den nächsten 100 Millionen Jahren ihres Lebens untergehen und junge Galaxien bilden. Es handelt sich also um die Phase, in der eine Galaxie anfängt, ihre Kräfte zu sammeln. Die Suche nach Lyman-Alpha-Klumpen beginnt gerade. Wir werden in Zukunft sicher noch viele von ihnen finden, vielleicht auch noch größere. Die Lyman-Alpha-Klumpen können vielleicht die Entstehung einzelner Galaxien erklären. Jener gravitativ gebundenen Systeme, die Sterne, Gas, Staub und dunkle Materie enthalten. Im beobachtbaren Universum gibt es mindestens 100 Milliarden einzelne Galaxien. Ihre Durchmesser reichen von 10.000 bis zu Millionen von Lichtjahren. Galaxien, diese titanischen Ansammlungen von Sternen, sehe ich als Städte, da ich selbst in einer geboren wurde. Nicht nur in einer Galaxie, sondern in einer wirklichen Stadt in New York, wo alles auf engem Raum zusammengedrängt ist. An den Galaxien können wir erkennen, wie sich die Materie im Universum organisiert hat. Es ist eine besondere Herausforderung, den Gewinner für die Kategorie größte einzelne Galaxie im Universum zu finden. Das Problem bei der Bestimmung der größten Galaxie besteht darin, zu entscheiden, wo sie aufhören. Eine Galaxie hat keine scharfen Kanten. Sie wird einfach immer dünner, je weiter man sich entfernt. Genauso wenig können wir exakt feststellen, wo eine Großstadt aufhört. Wo ist das Ende von Los Angeles? Man kann 80 Kilometer fahren und wird noch immer ziemlich dicht besiedelte Vororte finden. Die Vororte einer großen Galaxie wie der Milchstraße dehnen sich sehr weit aus. Mehr als 100.000 Lichtjahre. Und bei einer Riesengalaxie dehnen sich diese Vororte Hunderttausende von Lichtjahren aus. Mehrere Galaxien teilen sich den Titel der größten. Sie werden diffuse Galaxien oder CD-Galaxien genannt und sitzen in den Zentren großer Galaxienansammlungen. Wenn man das kosmische Netz als eine Art dreidimensionales Spinnennetz ansieht, dann sind die in der Mitte lauernden Spinnen diese monströsen CD-Galaxien. Diese Galaxien können eine Masse aufweisen, die manchmal 10 oder 20 Mal die Masse unserer Milchstraße beträgt. Diese CD-Galaxien sind die größten Galaxien im Universum. Zum Beispiel sitzt IC-1101 im Zentrum einer Galaxienansammlung namens Abel 2029 und hat einen Durchmesser von 6 Millionen Lichtjahren. Unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Im Vergleich ist diese Galaxie also 60 Mal größer als unsere Milchstraße. CD-Galaxien sind elliptisch geformt, im Gegensatz zur Scheibenform unserer Milchstraße. Der Grund besteht darin, dass sie ihre Größe durch Verschmelzungen mit anderen Galaxien erreicht haben. Sie kennen vielleicht den Ausdruck Galaxienkannibalismus. Wobei eine Galaxie eine andere verschlingt. Das geschieht andauernd in Galaxienansammlungen. Im Zentrum einer großen Ansammlung findet man gewöhnlich eine einzige große Galaxie. Diese CD-Galaxien haben sehr viel Masse. Manchmal umkreisen sie kleine Galaxien, aber meistens haben sie alles in ihrer Nähe aufgefressen. Die größten Galaxien können einen Durchmesser von 6 bis 20 Millionen Lichtjahren haben. Doch es gibt Objekte, die noch größer sind. Sie heißen Radioblasen und sind Strahlen von geladenen Partikeln, die von beiden Seiten einer Galaxie aus ins All schießen und Radiowellen aussenden. Wir sind hier in einer Karosseriewerkstatt, wo ich mit diesen Schweißbrennern Radiostrahlen simulieren werde, die aus den gegenüberliegenden Seiten einer Akkretionsscheibe kommen.
Sie wirbeln um ein supermassereiches schwarzes Loch. Im sichtbaren Bereich sieht man eine kleine blaue Flamme, aber im infraroten Bereich sieht man, dass die Hitze des Schweißbrenners viel weiter reicht. Ähnlich ist es bei den Radiostrahlen. Das, was man optisch erfassen kann, ist ganz verschieden von den Radiowellen. Eine typische Blase misst vielleicht 160.000 Lichtjahre, da sie sich ja auf beiden Seiten der Galaxie ausbreitet. Das ist etwa die doppelte Größe der Milchstraße. Die Astronomen glauben, dass die Radioblasen von supermassereichen schwarzen Löchern angetrieben werden, die sich in Quasaren befinden. Dies sind die leuchtenden Zentren der meisten aktiven Galaxien. Die Strahlen der Radioenergie, die aus einem riesigen schwarzen Loch kommen und die enormen Strukturen der Radioblasen bilden, sind eng mit den Quasaren verbunden. Manchmal entdeckt man einen Quasar von geringer Energie im Zentrum einer Galaxie, der auf jeder Seite von diesen riesigen Blasen umgeben ist. Sie werden von hochenergetischen Elektronenstrahlen, die sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, herauskatapultiert. Vermutlich vom Nord- und vom Südpol eines sich drehenden schwarzen Lochs. Die Radioblasen hängen von der Materie ab, die ins schwarze Loch fällt. Wenn das geschieht, wird ein Teil davon in diese Blasen befördert. Die Größe der Blasen hängt also davon ab, mit wie viel Materie das schwarze Loch gefüttert wurde. Radioteleskope haben das Universum untersucht und die größte bekannte Radioblase bestimmt. Der unbestreitbare Rekordhalter wurde in einer Galaxie namens 3C236 lokalisiert, die im Sternbild Kleiner Löwe liegt. Ihre Strahlen erstrecken sich über 40 Millionen Lichtjahre. Die Wissenschaftler verstehen nicht, warum einige aktive Galaxien diese Strahlen bilden und andere nicht. Aber eines ist gewiss, Radioblasen leben nicht ewig, vielleicht nur ein paar Millionen Jahre lang. Wie dieser Schweißbrenner, der aus Gasmangel erlöschen wird, so werden schließlich auch die Strahlen einer Radiogalaxie sterben. Wenn das schwarze Loch alle Materie in seiner Umgebung aufgebraucht hat, wird von der Akkretionsscheibe nichts übrig bleiben und der Strahl wird versiegen. Wenn die schwarzen Löcher die Ursache dieser riesigen Radioblasen sind, welches ist dann das größte schwarze Loch im Universum? Die Wissenschaftler schließen gegenwärtig Wetten auf den Sieger ab. Wenn es um die größten Objekte im Universum geht, verdienen einige schwarze Löcher einen Platz in den Rekordbüchern. Ein schwarzes Loch ist ein Gebiet im All, in dem die Gravitation so stark ist, dass nichts entkommt, nicht einmal das Licht. Es gibt Abermilliarden dieser schwarzen Ungeheuer, die im Universum herumstreifen. Sie fallen in zwei Größenkategorien. Die meisten sind stellare schwarze Löcher, die etwa 10-mal die Masse unserer Sonne besitzen. Und dann gibt es supermassereiche schwarze Löcher, die Millionen bis Milliardenmal die Masse der Sonne haben. Es gibt supermassereiche schwarze Löcher, wie wir sie im Zentrum jeder Galaxie finden, die wir untersuchen konnten. Jedem Stern, der in der Nähe eines dieser supermassereichen schwarzen Löcher kreist, droht schlimmste Zerstörung. Schwarze Löcher sind von ihrer Ausdehnung her keineswegs riesig. Aber wenn es um ihre Masse geht, gehören sie zur galaktischen Schwergewichtsklasse. Wir wissen, dass es im Zentrum unserer Milchstraße ein schwarzes Loch gibt, das vielleicht 3 Millionen Mal die Masse unserer Sonne aufweist. Und dennoch ist dieses schwarze Loch ziemlich klein, da es so unglaublich dicht ist. Doch gravitativ ist es unglaublich stark. Wie der Name vermuten lässt, sind diese schwarzen Ungeheuer im Wesentlichen schwarz, weil ihnen kein Licht entweichen kann. Es kann also nur beobachtet werden, wenn seine Schwerkraft auf etwas anderes, wie einen vorbeiziehenden Stern, einwirkt. Oder wenn es die Materie in seiner Umgebung verschlingt. Wer ist also der amtierende Meister unter den schwarzen Löchern?
Der gegenwärtige Rekordhalter für das größte schwarze Loch scheint in dem unglaublich leuchtenden Quasar mit dem prosaischen Namen HS 1946+7658 zu liegen. Warum sage ich, es sei das größte schwarze Loch? Weil wir wissen, dass es sich um den größten leuchtenden Quasar handelt, der bis jetzt im Universum entdeckt wurde. Das schwarze Loch, das ihn zusammenhält und die Energie erzeugt, muss etwa 10 Milliarden Mal die Masse der Sonne haben. Das entspricht einem schwarzen Loch, das größer ist als unser ganzes Sonnensystem. Tatsächlich befindet es sich nur da draußen, um uns daran zu erinnern, wie bizarr eine scheinbar einfache Kraft wie die Schwerkraft tatsächlich sein kann. Das größte supermassereiche schwarze Loch übt seine Kraft im Zentrum einer Galaxie aus. Aber es gibt andere große leuchtende Objekte im Universum. Tatsächlich gibt es einige, die überall zu existieren scheinen, wo wir auch hinsehen. Wenn wir einen Blick in den Nachthimmel werfen, sehen wir Sterne. Funkelnde Lichtpunkte, die tatsächlich leuchtende Plasmakugeln sind. Obwohl sie von der Erde aus klein aussehen, gibt es Sterne in verschiedenen Größen. Von kleinen roten Zwergen, die etwa ein Zwölftel der Masse unserer Sonne aufweisen, bis zu blau-weißen Superriesen, die so groß wie 150 Sonnenmassen werden können. Unsere Milchstraße enthält 100 Milliarden Sterne, einschließlich unserer Sonne, die über 300.000 Mal die Masse unseres Planeten Erde besitzt. Und dieses kosmische Leuchtfeuer ist das Kraftwerk unseres Sonnensystems. Dieses Gaskraftwerk produziert etwa 300 Megawatt. Das reicht, um einige hunderttausend Haushalte zu versorgen. Doch das ist nur ein kleiner Bruchteil der Energie unserer Sonne. Die beträgt etwa 2 Milliarden Mal die Menge dieses Kraftwerks. Deshalb ist die Sonne in der Lage, unseren ganzen Planeten zu erwärmen. Dennoch ist unsere Sonne bei weitem nicht der größte oder kraftvollste Stern. Die kraftvollsten Sterne sind etwa 1 Million Mal stärker als die Sonne. Vergleicht man das mit dem Hoover-Staudamm, so würde man 30 Millionen Millionen Hoover-Staudämme pro Person auf der Erde benötigen, um so viel Energie zu erzeugen. Diese Energieleistung übersteigt jede Vorstellungskraft. Die größten und mächtigsten Sterne, die diese Art von Energie produzieren, werden rote Überriesen genannt. Das ist eine Klasse von Sternen, die noch größer sind als die Überriesensterne. Normalerweise verschmelzen Sterne zur Energieerzeugung Wasserstoff zu Helium. Doch rote Überriesen haben den Wasserstoff in ihrem Kern verbraucht und verschmelzen nun den Wasserstoff in der Umgebung ihres Kerns zu Helium. Das macht sie äußerst heiß und diese Energie bringt den Stern dazu anzuschwellen. Am Schluss hat der Stern eine sehr große Oberfläche, so groß wie die Erdumlaufbahn oder noch größer. Im gewaltigen Feld der roten Überriesen scheint VY Canis Majoris den größten Durchmesser zu haben. Er ist 2000 Mal größer als der unserer Sonne. Der schnellste Rennwagen der Welt würde 2600 Jahre brauchen, um ihn einmal zu umkreisen. Dieser Weltmeister der Sterne liegt etwa 5000 Lichtjahre von der Erde entfernt, im Sternbild des Großen Hundes. Wenn man die Sonne durch den VY Canis Majoris ersetzt, würde sich sein Radius über die Umlaufbahn des Saturns hinaus erstrecken. Er wäre etwa 9-mal so weit von der Sonne entfernt, wie es die Erde ist. Der Stern ist also viel größer als unsere Sonne. Die Astronomen bestimmen den Radius eines so großen Sterns, indem sie seine Temperatur messen. Wir benutzen Temperaturmessungen der Sternoberfläche, die wir durch die Farbe des Sterns erhalten. Und wir messen die Lichtstärke. Wenn wir diese Werte kombinieren, können wir die Oberflächengröße des Sterns und seinen Durchmesser bestimmen. Das setzt voraus, dass man seine Lichtstärke genau messen und aus seiner Farbe seine Temperatur ableiten kann. Meistens erscheinen sie als winzige Lichtpunkte und es ist unmöglich, sie aufzulösen. Neuerdings gibt es jetzt sogenannte Interferometer, die sehr kleine Punktquellen wie Sterne auflösen können. Es gab auch schon direkte Messungen stellarer Dimensionen. V.
VY Canis Majoris wird nicht ewig der Titelhalter sein. Der rote Überriese verliert im Jahr Masse in der Menge von fast 30 Erdmassen. Die größten Sterne im Universum wie VY Canis Majoris sind sterbende Sterne. Sie verbrennen ihren Kernbrennstoff viel unbeständiger und verpuffen mit der Zeit. VY Canis Majoris ist nur ein paar Millionen Jahre alt. Sterne, die so massereich sind, leben nicht sehr lange. Sie verbrauchen ihren Brennstoff in erstaunlichem Tempo. Dann schwellen sie zu diesem Überriesenzustand an und existieren so nur einige hunderttausend Jahre. Und dann explodieren sie als Supernova. VY Canis Majoris hat vielleicht den größten Durchmesser. Aber wenn es um die größte Masse geht, drängt sich ein anderer Stern auf die Waage. In der weiten Welt der Sterne gibt es viele Bewerber, die um den Titel des größten Sterns im Universum wetteifern. Doch wenn es um die Sterne geht, kann groß zweierlei bedeuten. Wenn Sie vom größten Stern sprechen, können Sie zweierlei meinen. Entweder den Stern, der den größten Durchmesser aufweist, oder Sie können seine Masse meinen. Die Masse ist ein Maßstab dafür, wie viel Material vorhanden ist. Einige Astronomen sagen, dass der massereichste Stern in unserer Milchstraße liegt. Er ist Teil eines binären Sternensystems namens A1, das aus zwei Sternen besteht, die sich alle vier Tage einmal umkreisen. Wir können dort feststellen, dass der eine Stern etwa 115 Mal mehr Masse als die Sonne aufweist und der andere etwa 84 Mal mehr. Die beiden Sterne sind die massereichsten, die wir kennen. Es gibt in dieser Sternenansammlung vielleicht noch massereichere als den A1, aber das ist der massereichste, den wir messen konnten. Diese massereichen Sterne führen ein kurzes Leben. Die massereichen Sterne sind von gewaltiger Leuchtkraft. Manchmal können sie Millionen Sterne in ihrer Nähe überstrahlen, aber das hat seinen Preis. Der Preis besteht darin, dass ihnen schneller als allen anderen der Brennstoff ausgeht. Und wenn sie sterben, dann sterben sie spektakulär. Sie explodieren und verstreuen ihre Eingeweide in der ganzen Galaxie. Der Preis dafür, mit großer Masse und großer Leuchtkraft zu leben, ist letzten Endes die Explosion. Ein heller Stern stirbt vielleicht früher, aber zur gleichen Zeit brauen diese heißen Sterne lebenswichtige Elemente zusammen. Ohne diese massereichen Sterne wären wir nicht hier. Wir hätten kein Eisen in unserem Blut und kein Calcium in unseren Knochen. Alle diese Dinge werden nur in den massereichsten Sternen gebildet. Wir Menschen benötigen lebenswichtige Elemente von den massereichen Sternen. Aber wir benötigen auch einen Planeten mit einer festen Oberfläche, auf der wir stehen können. Es gibt zwei Gruppen von Planeten. Große Gasriesen wie Jupiter und kleine steinige irdische Planeten wie die Erde. In unserem Sonnensystem ist Jupiter der größte Planet, während die Erde erst an fünfter Stelle kommt. Doch auch wenn Jupiter der oberste Regent in unserem galaktischen Postleitzahlenbereich ist, der größte Planet des Universums ist er nicht. Der Planet mit dem größten bekannten Radius wird TRES-4 genannt. Er ist nach dem Transatlantic Exoplanet Survey Programm benannt, das ihn 2006 im Sternbild des Herkules entdeckte. TRES-4 ist für seine Masse ungewöhnlich groß. Wir können sogar direkt seinen Radius messen. Und dieser Planet weist einen ungewöhnlich großen Radius auf. Er ist etwa 70% größer als Jupiter, doch er hat nur etwa 80% der Masse Jupiters. Das ist etwa die gleiche Dichte wie Kork oder Schlagsahne. Die Erde ist ein steiniger Planet, sehr dicht. Und selbst Gasriesenplaneten wie Jupiter bestehen aus komprimiertem Gas und Wasser und anderen sehr stark komprimierten Chemikalien. Dieser TRES-4 ist wie ein Marshmallow. Obwohl TRES-4 für seine Größe leicht ist, ist er etwa 18 Mal größer als die Erde. Die Wissenschaftler wissen nicht genau, auf welche Weise TRES-4 so groß wurde.
Eine Theorie lautet, dass die außerordentliche Nähe des Planeten zu seinem Heimatstern eine Menge Chemikalien in seiner Atmosphäre zusammenbraut, wodurch die Wärme wie bei Treibhausgasen eingeschlossen wird. Die Entfernung dieses Planeten zu seinem Heimatstern beträgt nur etwa 5% der Entfernung zwischen Erde und Sonne. Er ist seinem Stern so nah, dass er ihn alle 3,5 Tage umkreist. Man kann sich also vorstellen, wie heiß und verbrannt er sein muss. Weil er sich nicht abkühlen kann, kann er auch nicht schrumpfen. Denn wenn Planeten oder Gase sehr heiß sind, dehnen sie sich aus. Deshalb ist dieser Planet sehr groß. TRES-4 ist vielleicht ein aufgeblasener Planet, aber wenn es darum geht, Leben zu erhalten, bieten die größeren Planeten keine guten Bedingungen. Diese Riesenplaneten bestehen nur aus Gas. Sie haben keine feste Struktur. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, hier Leben zu finden, weil es ständig in der Atmosphäre herumgewirbelt würde. Sich so zu entwickeln, ist schwer. Dieser Planet wäre kein bewohnbarer Planet, weil er so nah an seinem Heimatstern liegt. Er wird von der Strahlung seiner Sonne verbrannt. Ein sehr heißer, unangenehmer Ort, zumindest für Menschen. TRES-4 weist gegenwärtig den größten bekannten Radius auf. Allerdings könnte der Planet in naher Zukunft vom ersten Platz verdrängt werden. Die Wissenschaftler finden fast jeden Tag neue Planeten. Es ist also sehr gut möglich, dass wir bald einen Planeten finden, der noch größer ist als dieser. Zusätzlich zu den Planeten entdecken die Wissenschaftler auch andauernd neue Asteroiden. Das sind steinige Himmelskörper, die keine Planeten geworden sind. Viele sind so klein wie Staubkörner, andere haben die Größe von Ländern. Ceres war der erste Asteroid, der je entdeckt wurde, und er bleibt bis heute der größte bekannte Asteroid. Er ist benannt nach der römischen Göttin des Ackerbaus und hat einen Durchmesser von etwa 1000 Kilometern, also beinahe so viel wie der Staat Kalifornien. Ceres ist so groß, dass er 25% aller Masse im Asteroidengürtel enthält. Wenn man alle anderen Asteroiden im Asteroidengürtel zusammenkleben würde, wären diese nur 2- oder 3-mal größer als Ceres. Die Größe unterscheidet Ceres vom Rest der Gesteinsbrocken im Asteroidengürtel. Der Apollo-Mond-Rover würde 10 Tage brauchen, um den Asteroiden mit 13 Stundenkilometern zu umrunden. Aber ihr anderes hervorstechendes Merkmal ist neben ihrer Größe die runde Form. Es gibt all diese Idaho-Kartoffeln, die im Asteroidengürtel des Sonnensystems kreisen, von denen die meisten schrumpelige Gesteinsbrocken sind. Ceres ist groß genug und massereich genug, dass seine Gravitation die Stärke des Gesteins überwunden hat. Und immer wenn das geschieht, entsteht eine Kugelform. Aufgrund der runden Form trägt Ceres jetzt einen doppelten Titel. Die Definition eines Zwergplaneten bezeichnet etwas, das massereich genug ist und genug eigene Schwerkraft besitzt, um sich selbst eine runde Form zu geben. Und da Ceres rund ist, bezeichnen wir ihn nicht nur als Asteroiden, sondern auch als Zwergplaneten. Wir wissen im Moment nur wenig über die Zusammensetzung von Ceres. Wir wissen, dass er aus Gestein besteht, aber er kann in seinem Inneren auch Wasser, Eis und sogar Lehm enthalten. Die Dawn-Mission wird eine ganze Reihe von Instrumenten auf Ceres absetzen. Wir werden also mehr über die Zusammensetzung dieses großen Asteroiden in unserem Sonnensystem erfahren. Ceres mag der größte Asteroid in unserem Sonnensystem sein, aber das Universum ist groß. Gut möglich, dass wir beim Erforschen anderer Sonnensysteme einen größeren Asteroiden als Ceres finden werden. Unser Sonnensystem enthält einige übergroße Objekte. Der größte Planet, Jupiter, hat den größten Mond Ganymed. Der Planet Mars hat den größten Vulkan namens Olympus Mons. Er ist 27 Kilometer hoch, etwa 3-mal höher als der größte Vulkan auf der Erde. Er ist so hoch, dass man an seinem Fuß aufgrund seiner Krümmung nicht die Spitze sehen könnte.
In unserem Sonnensystem hatten die größten Objekte einen gewaltigen Effekt auf das ganze Universum. Man könnte vermuten, dass in unserem kosmischen Vorort die Sonne die Ehre hat, das größte Objekt zu sein. Ihre Masse ist 1000-mal größer als die des Jupiter. Aber gibt es etwas Größeres? Das größte Objekt in unserem Sonnensystem ist die Oortsche Wolke. Eine diffuse Kometenwolke, die sich bis zu unserem nächstgelegenen Stern Alpha Centauri erstreckt, der etwa 4 Lichtjahre entfernt ist. Die Astronomen schätzen, dass das Space Shuttle hunderttausende Jahre brauchen würde, um den äußersten Rand der Oortschen Wolke zu erreichen. Die Oortsche Wolke ist so dunkel und weit entfernt, dass wir sie nicht direkt beobachten können. Aber wir wissen, dass Kometen aus allen Himmelsrichtungen kommen. Es muss also eine sphärische Kometenwolke existieren. Der Ursprung der Oortschen Wolke ist rätselhaft. Eine Theorie lautet, dass sie sich früh in unserem Sonnensystem bildete. Als die Kometen auf die sich bildende Sonne zustürzten, gerieten sie in lange Umlaufbahnen. Im Laufe der Zeit schleuderten sie ihre Umlaufbahnen hinaus in eine Riesenwolke. Sie ist sehr weit entfernt und sie ist gefüllt mit eisigen Überbleibseln, die im Wesentlichen in demselben Zustand sind, in dem sie waren, als unser Sonnensystem vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstand. Sie sind die archäologischen Überreste der Entstehung unseres Sonnensystems. Das Universum ist voll von großen und kleinen Dingen. Aber es sind die großen Strukturen im Weltraum, die unser Verständnis dafür, wie das Universum funktioniert, herausfordern. Obwohl die Astronomen viele bedeutende Objekte gefunden haben, geht die Suche nach noch größeren immer weiter. Die Astronomen hoffen, neue große Planeten zu finden, neue Superansammlungen und mehr über die Dinge zu lernen, die wir schon kennen. Mit besseren Teleskopen, besseren Detektoren, neuen Untersuchungen werden wir weiter in den Weltraum hineinsehen und vielleicht noch größere Objekte finden als die, die wir kennen.